Vertrieb gehören noch diese Opel Ampera, die man in Zukunft kaufen kann. Das sind Autos, die über Elektroantrieb verfügen und einen Range Extender, Reichweite, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin kein Experte für Elektroautos und auch für die Aktuellen, meine ich, es ist so, dass dieser Range Extender, also dieser Benzinmotor, wenn er anspringt, nur dafür da ist, die Batterie zu laden und dann wieder Elektroenergie zu erzeugen. Also der das sind Herbert Gartenschläger und Thomas Windig und Skoda 130 RS. Ein Auto, wie es auch Claudius Greilich und auch Matthias Kreiner fährt. Und das Schwesterauto mit der Startnummer 17, das ist Claudius Greilich mit Martin Becker. Das Auto wird Samstag übernommen in der Special Cars Kategorie von Ja, also nochmal zum Ampera. Ich meine, es ist so, dass dieser Benzinmotor sozusagen als Generator das ist das Problem, dass die Elektroautos, dass da die Reichweite noch nicht da.